Ja, Christian, die Niederlage in Spiel 1 heute. Beste Nachricht, dass es am Mittwoch wieder bei 0 weitergeht? Nein, ich glaube, wir können viel aus dem Spiel mitnehmen. Ich glaube, wir haben heute viele Ansatzpunkte gesehen, wo wir noch besser werden müssen. Aber in den Playoffs, eine Niederlage, die Höhe ist am Ende egal. Von daher müssen wir jetzt, wie du gesagt hast, es geht am Mittwoch wieder bei 0 los. Wir müssen jetzt das Spiel analysieren, gucken, wo wir in der Kürze der Zeit Veränderungen vornehmen können und dann am Mittwoch unser Spiel machen. Mhm. Ihr seid relativ gut reingekommen. Warum nahm das Spiel dann diesen Verlauf? Ich glaube, dass Nürnberg dann ein bisschen die Verteidigung geändert hat, oder nicht ich glaube, sondern sie haben sie geändert. Sie haben auch deutlich physischer plötzlich gespielt und das haben wir nicht geschafft, das so anzunehmen. Und da werden wir jetzt natürlich dran arbeiten. Okay, du hast in der einen oder anderen Auszeit, ist der Richter klar angeplatzt, hat man gehört, ist richtig laut geworden. Trotzdem kam nicht die Reaktion, nehme ich mal an, die du dir gewünscht hast. Woran lag das? Wie gesagt, wir haben es nicht geschafft, diese Physis anzunehmen, die Nürnberg dann an den Tag gelegt hat. Und wir haben es dann versucht, über andere Dinge das so ein bisschen zu lösen, uns mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und das funktioniert einfach nicht. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, wir müssen die Dinge aufs Feld bringen, die wir kontrollieren können. Und dann läuft das am Mittwoch auch anders. Und ich glaube, dass es am Mittwoch auch nochmal was anderes ist, wenn wir unsere Fans, die uns zwar auch heute sehr, sehr zahlreich unterstützt haben, dafür nochmal vielen Dank für alle, die hier waren heute, aber die Stimmung in der Arena Trier ist doch nochmal was anderes. Wie zuversichtlich bist du, dass du die Jungs bis Mittwoch so hinkriegst, dass sie diese starken Nürnberger schlagen können? Ich glaube immer noch, dass wir die Nürnberger schlagen können. Ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, es wird eine lange Serie, eine schwere Serie. Und ich glaube, das hat man heute gesehen. Ein Wort noch oder ein Satz noch zu Nürnberg. Und das heute auch wieder richtig gut gemacht, der 11. Sieg in Serie. Was zeichnet dieses Team aus? Zum einen, dass sie 11 Siege in Serie haben. Das führt natürlich dazu, dass man ein immenses Selbstvertrauen hat. Das heißt, wenn sie einen Punkt brauchen, kriegen sie ihn. Sie haben eine unglaubliche Kontrolle über ihr Spiel und das hat man heute auch in der einen oder anderen Phase gesehen, dass uns das noch ein bisschen gefehlt hat. Also Simon und Kai fehlen da doch hier und da immer noch. Und gerade in der Phase, als Nürnberg dann ins Spiel gekommen ist, hatten wir auch deutlich zu viele Turnovers. Und aber auch da, ich glaube, die Jungs kriegen das hin und wir werden daran arbeiten. Und Mittwoch mit unseren Fans im Rücken in der Arena Trier ist das eine andere Geschichte.